Hallo, liebe Deutschlernende. Lass uns heute versuchen, gemeinsam schwierige deutsche Wörter auszusprechen. Ich habe einen Kommentar bekommen von Deep Dark Midnight. Und dieser Kommentar lautet: Ich weiß, diese Anfrage hat nichts mit dem Video zu tun. Kein Problem. Ihr könnt mir immer Anfragen schicken über diesen YouTube-Kanal. Aber könntest du bitte ein Video über deutsche Wörter mit merkwürdiger Aussprache machen? Zum Beispiel, es ist mir nicht klar, wie ich Wörter mit QU aussprechen soll. Ja? Bequem, Qualität, Aquarium, Quelle und so weiter. Und andere besondere Wörter wie Dschungel oder Ski. Vielen Dank im Voraus. Ja? Eine sehr, sehr gute Anfrage. Ich denke, dass dieses Problem viele Leute haben. Und ihr habt schon gehört, du hast schon gehört, wie ich diese Wörter ausgesprochen habe. Aber ich möchte noch mehr darauf eingehen. Ja? Also das ist das QU. Ja, wird so ausgesprochen. Q. Ja, also wirklich fast so, als würdest du wirklich nur Q, wirklich nur K und U sagen. Aber es hat oft noch so ein U, U. Ja, fast schon englischer Einfluss. Ja, Quark, Qualität. Q, U, U, U. Ja, K, U. Quark. Qualität. Qualität. Aquarium. Quelle. Ja. So wird QU ausgesprochen. Und dann gibt es noch weitere merkwürdige Wörter, wie zum Beispiel Dschungel. Ja. D-S-C-H-U-N-G-E-L. Dschungel. Ja, das ist dieser J-Laut, ja, den man oft eigentlich nur in anderen Sprachen hört. Ja, dieser Dschungel. Und bei dem Wort Ski, da, das spricht man nicht Ski aus, sondern Ski, obwohl es S-K-I gesprochen wird. Ja, Ski. Da spricht man das K nicht mit. Und bei vielen Wörtern kommt es auch darauf an, woher man kommt. Ja? Zum Beispiel China, ja, das Land China, wird in der Schweiz und in Österreich, glaube ich, wird es China ausgesprochen. Ja? Also in der Schweiz und Österreich, da tendieren die Leute eher dazu, CH-Laute wie K auszusprechen. Ja? Auch Chemie. Ja? Und hier in Berlin würde man Chemie sagen. Ja? Also manchmal kommt es auch darauf an, woher man kommt, wie man die Dinge ausspricht. Aber ja, aber diese Wörter mit Q, die werden eigentlich fast überall so ausgesprochen. Und dann gibt es noch manche Wörter, wie zum Beispiel Pseudo. Ja, das habe ich, als ich Kind war oder Jugendliche, habe ich das eine Weile lang falsch gemacht. Pseudo, also falsch, ja, Pseudo-Wissenschaft, Pseudo, ja, was gibt es noch mit Pseudo, ja, also ganz viele Sachen, die falsch sind, ja. Pseudo-Wissenschaft ist keine richtige Wissenschaft, sondern die tun nur so, als würden sie Wissenschaft machen. Ja, das ist Pseudo-Wissenschaft. Und das wird so ausgesprochen, dass das P stumm ist. Ja, und das habe ich lange falsch gemacht, als ich Kind war oder Jugendlicher. Ja, aber es wird Pseudo ausgesprochen. Ja. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Ich hoffe, dieses Video hatte Qualität. Dann kannst du jetzt beruhigt sein und ich werde nicht so viel quasseln, ich werde nicht so viel reden, ich werde nicht mehr so viel quasseln und
dann können wir ein Quark essen und dann können wir Ski fahren, vielleicht sogar in China oder in China. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!